So, wir sind hier auf dem Karlsplatz in Stuttgart und ich habe den Olli aus Berlin getroffen. Irgendwie kam er mir bekannt vor, aber ich habe ihn wohl in YouTube gesehen. Ja, und alias Blond, James Blond, 006. Ja, ich bin jetzt hier in Stuttgart, weil ich finde es recht wichtig nach Pfingsten in Berlin, dass man mal eine Strategiebesprechung macht. Ich würde mich freuen, wenn ich den Michael Ballweg noch treffen würde hier, weil er hat natürlich eine Bewegung gegründet, die auch in Berlin viele Wellen geschlagen hat. Also für mich war letztes Jahr der 1. August tatsächlich das Datum, wo ich zum ersten Mal wieder richtig gelacht habe und wo ich Mut bekommen habe. Und insofern ist die Stuttgarter Bewegung schon sehr, sehr wichtig, muss ich sagen. Und ja. Wir haben halt mit der Freedom-Parade demonstriere ich seit Juni letzten Jahres. Dann haben wir gemerkt, irgendwie bringt das gar nicht so viel mit den Demos. Wir sind immer die gleichen. Und dann haben wir die erste maskenlos Shopping-Tour gemacht und haben gemerkt, oh, das kommt ja richtig gut an. Irgendwas viel kam viel, also letztes Jahr im Oktober. Dann haben die zweite Tour dann gemacht und sind dann auch auf Touren gegangen, wurden dann in Braunschweig eingeladen von Querdenken Braunschweig. Und sind dann da zum ersten Mal mit einer Busreise losgefahren und haben uns so zusammengefunden letztendlich. Also wir wollen jetzt einen Film drehen. Dieser Film soll heißen Apokalypse Berlin, Captain Future und die Freedom Parade. Und wäre schön, wenn wir es noch schaffen, den zum Filmfestival in Cannes zwischen dem 6. und dem 17. Juli, wenn wir ihn bis dahin fertig haben und noch präsentieren können, da arbeiten wir gerade noch dran. Das ist alles noch nicht ganz sicher. Also nicht Spielfilmlänge, oder? Doch, auf jeden Fall. Also sogar, ich würde sogar sagen, eher schon fast eine Überlänge. Der wird sein, also so 120, 125 Minuten in dieser Größenordnung. Und wir haben natürlich schon sehr, sehr viele Aufnahmen gemacht. Also der Protagonist, ganz klar, Captain Future, die Freedom Parade. Und die Antagonisten sind die Polizei und die Antifa. Ja, und da haben wir halt. Es ist eine Realsatire, die wir die ganze Zeit schon produzieren letztendlich. Ja, also wir bringen wöchentlich praktisch von unseren Aktionen immer irgendwelche Videos raus, also die teilweise auch richtig lustig sind. Und wir versuchen halt die ganze Sache, ja, auch wenn es wirklich makaber ist, irgendwo, wenn jemand einen so von der Vertonung kann man ja viel machen. Also wenn jemand von der Polizei einen so auf die Backe kriegt, dann machst du psch, immer so Töne, die wir dann einfach noch da so mit reinfügen. Und oder wenn einer weggetragen wird, versuch's mal mit Gemütlichkeit. Also so wirklich das ja, lustig zu machen, das ist unsere Art. Und damit haben wir gemerkt, dass wir damit eigentlich relativ viele Menschen mit bewegen können. Also mehr Menschen, als wir es schaffen, auf Demonstrationen zu bewegen, über diesen digitalen Weg. Normalerweise müssten wir bei dem Material, was wir machen, viel, viel höhere Klickzahlen haben. Und das vielleicht tippte die ja auch, ja. Sie werden nur nicht angezeigt. Ja, kann auch sein. Ja. Also das ist auch sicherlich auch eine Möglichkeit. Ne? Aber ja, man hat inzwischen, denke mal, bei der Regierung ziemlich große Angst vor uns. Also weil wir uns das einfach, wir sind nicht klein zu kriegen, immer wieder ein lustiger Spruch, egal was passiert. Ne? Also auf jeden Fall für den 1. August, wir haben jetzt ein paar Sachen rausgefunden. Und zwar, wenn man sich das Genfer Abkommen zum Schutz der Zivilbevölkerung anschaut, ja, dann muss man feststellen, das wurde gemacht, um die Zivilbevölkerung vor Bewaffneten zu schützen. Wir sind die Zivilbevölkerung, die nur die Grundrechte wiederhaben möchten, die friedlich sind. Und was passiert? Die Regierung setzt bewaffnete Truppen ein, um uns kleinzuschlagen. Und wenn wir das den Polizisten jetzt in Berlin immer so an die Backe binden oder ihnen erzählen, irgendwie, hey, ihr macht euch strafbar, was ihr da gerade macht, ihr schützt eine Regierung, die Hochverrat begeht, dann fangen die tatsächlich auch teilweise an zu denken und denken, okay, das eigentlich hat er ja recht. Wir sind hier die Bewaffneten, die eigentlich nur die Regierung schützen. Ja? Und insofern gibt es in dem Genfer Abkommen eine Möglichkeit, nach dem Zusatzabkommen von 1977 Schutzzonen zu errichten. Das heißt, in diese Schutzzonen, wenn man die errichtet, da dürfen Bewaffnete nicht eindringen. Das steht so im Genfer Abkommen drin, wenn man es macht, wenn man trotzdem als Bewaffneter in eine solche Schutzzone, die muss gekennzeichnet sein, und zwar mit dem Zivilschutzzeichen. Das ist, zeige ich meine Kamera. Das ist das internationale Zeichen für Zivilschutz. Das orangene Dreieck mit einem, das orangene Viereck mit einem blauen Dreieck drin. Ja? Und wenn man eine Schutzzone errichten will,
dann muss man eine Schutzmacht anrufen. Steht alles in dem Genfer Abkommen drin. Ich habe alles gelesen, wie die ganzen Vorgänge sind, also auch wie man eine Schutzmacht neu gründen kann. Und das wurde tatsächlich letztes Jahr gemacht von einem Mustafa Sümli. Und dieser Mustafa Sümli, der hat schon mal 2007 gegen die Bundesrepublik geklagt, am Europäischen Gerichtshof sogar gewonnen, 30.000 Euro zugesprochen bekommen, die hat er nie gezahlt bekommen. Und er ist auch jemand, der sich ziemlich gut mit Völkerrecht auskennt und so weiter. Und der hat das Internationale Zentrum für Menschenrechte gegründet, das IZMR. Das ist das hier. Das ist die... Kannst du das sehen? Ja. Und traditionelle Schutzmächte sind halt das Rote Kreuz, also das Genfer Abkommen wurde 1864 das erste Genfer Abkommen abgeschlossen. Da war die Gründung des Roten Kreuzes letztendlich. Da war ein Schweizer Kaufmann, Henri Dupont, der hat gesehen, dass auf einem Schlachtfeld, da waren 40.000 Verletzte und so weiter. Und das kann nicht so weitergehen, wir müssen irgendwas machen. So wurde das Rote Kreuz gegründet. Und daraus ist letztendlich auch das vierte Genfer Abkommen, was 1949 abgeschlossen wurde, entstanden, welches fast alle Länder der Welt unterschrieben haben. Wer es nicht unterschrieben hat, sind die USA, sind Russland, China, Indien, Pakistan und Israel. Die sechs Länder haben es nicht unterschrieben. Alle anderen Länder, für die ist das bindend, ja, also diese ganzen Vorschriften. Wenn es da irgendwo mal zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dann geht das an den Europäischen Gerichtshof in Den Haag. Dort werden die Sachen verhandelt. Und das Einrichten einer Schutzzone jetzt, da eine Schutzmacht anzurufen. Also dieser Mustafa Sümli hat diese Schutzmacht gegründet, das Internationale Zentrum für Menschenrechte. Und eine Schutzmacht muss man anrufen. Und diese Schutzmacht hat im Prinzip die Aufgabe, wenn eine Zivilschutzzone gegründet wird, dafür zu sorgen, dass halt sanitäre Anlagen da sind, dass die Leute ernährt werden, dass Zelte da sind, Arzneimittel kommen und so. Also das, was jetzt das Rote Kreuz letztendlich oder Malteser Hilfsdienst oder wer auch immer in solchen Fällen so etwas macht, wenn die Schutz. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen würden, ja, und in den Tiergarten eine Schutzzone errichten, überall diese Schilder hinstellen, dann noch hinschreiben für die Polizisten irgendwo, wenn ihr euch nicht sicher seid mit der ganzen Sache, dann Paragraph 32 Beamtenstatusgesetz, dann müsst ihr euren Vorgesetzten anrufen, den fragen und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr selber haftbar dafür. Die Straftat, also wenn man als Bewaffneter in eine Zivilschutzzone eindringt, ist eine Mindeststrafe von einem Jahr und die Verantwortlichen, also das heißt die Polizeiräte, Oberräte, Polizeidirektor mit 1, 2, 3 goldenen Sternen, die letztendlich immer die Einsatzleiter sind, ja, wenn wenn die Hundertschaft ankommt, dann gibt es einen Einsatzleiter. Das sind meistens in diesen Bereichen die Dienstgrade. Und wenn die sagen ihren Leuten, du sollst da reingehen, dann ist die Freiheitsstrafe lebenslange Haft. Ja, also da gibt es auch gar keine andere Möglichkeit, weil das ist Paragraph 7, Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Völkerstrafgesetzbuch. Danach werden sie zu verurteilen sein und das ist tatsächlich das. Und das muss man denen auf die Nase binden. Das heißt, wenn jetzt ein Polizist vor dieser Schutz, wir errichten jetzt angenommen, wir errichten diese Schutzzone im Tiergarten, um die Zivilbevölkerung zu schützen, weil das ist ja im Augenblick die größte Angst, hat die Zivilbevölkerung vor der Polizeigewalt. Deswegen kommen auf solche Demonstrationen keine Leute, weil die Leute alle Angst haben, weil die Angst von dieser Polizeigewalt aufgebaut worden ist. Und ja, das ist tatsächlich, die meisten Menschen haben Angst, dahin zu gehen. Und wenn diese Schutzzone sicher ist und dort keiner reinkommt, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Und davon müssen wir halt die zweite Ebene der Polizei letztendlich, mit in die Verantwortung nehmen. Also auch ihnen sagen, ihr seid dafür verantwortlich und kein anderer. Ja, also ihr tragt die Hauptverantwortung. Ihr könnt jetzt hier demonstrieren, ihr könnt die Schutzzone anerkennen. Ja, ihr müsst die Schutzzone anerkennen. Wenn ihr sie nicht anerkennt, dann geht ihr gegen die Zivilbevölkerung, gegen eine unbewaffnete Zivilbevölkerung vor. Ja, und das muss man ihnen wirklich so ins Gewissen räumen, dass mal die Polizei arbeiten sollte eigentlich sein, man müsste ergebnisoffen an Ermittlungen angehen. Wie gesagt, die Völkerrechtsvorschriften, ja, das Genfer Abkommen, da muss man sich mit auseinandersetzen. Also das ist eine der wichtigsten Sachen irgendwo. Und die Errichtung der Schutzzone, das Zusatzabkommen dazu, das sind die wichtigen Sachen. Ja. Und sich da wirklich mal auch mit anwaltlicher Deckung, also die meisten Anwälte haben da keine Ahnung von, weil Völkerrecht, da verdient man kein Geld mit. Ja, also jeder Anwalt, es gibt Mietrechtsanwalt für Strafrecht, für allen Scheiß, für Familienrecht, aber für Völkerrecht irgendwo, da gibt es niemanden, der damit Geld verdient. Das ist das Problem. Warum? Es gibt ein paar Professoren, die davon Ahnung haben. Bei der Bundeswehr, da lernt man das auch am Anfang. Ne? Also da gibt es dann zentrale Dienstvorschriften. Ne?
Ja, also letztendlich wird man nichts bewegen, wenn nicht die Exekutive, das heißt die Polizei oder die Bundeswehr auf unserer Seite ist. Das ist eine der Grundvoraussetzungen, wenn man eine Revolution oder wenn man irgendwas verändern will. Das ist eine absolute Grundvoraussetzung. Ja, und deswegen, wir müssen da ansetzen, an der mittleren Ebene, nicht bei den ganz oben, bei den Polizeipräsidenten und Präsidentinnen, sondern an der mittleren Ebene, die mit 1, 2, 3 goldenen Sternen. Das ist, da müssen wir ansetzen. Das sind die einen, die müssen wir auf unsere Seite bekommen. Das ist, und da sind auch schon einige da am Zweifeln. Das sind ja, wenn sie ihre Polizeiarbeit vernünftig machen und mal die Augen aufmachen, dann sehen sie, dass wir Faschismus leben. Und ja. Vielen Dank, ja, Olli. Gerne. Also man sieht, ja. Freedom Parade ist nicht nur Comedy oder... Nee, wir versuchen alles mögliche, alle Wege rauszufinden, die man, Denker die man in Berlin gehen kann. Ja, natürlich irgendwo. Also, vor allen Dingen die Löcher. Und wie gesagt, wenn man die Polizei darauf anspricht, nur ganz kurz, wir sind die friedliche Bevölkerung, wir wollen nur die Grundrechte wieder haben. Ihr habt aufs Grundgesetz geschworen, ihr seid die Bewaffneten, ihr steht für die Regierung ein. Ja? Die begehen gerade Hochverrat und ihr steht für die. Ja? Und das muss, da fangen sie an zu trinken, wirklich. Auch gerade, wenn wir kleine Feier machen im Mauerpark, und dann kommen nicht die Einheiten, die Schlägereinheiten, die Einsatzhundertschaften, sondern die einfach nur normalen Dienst machen, die normalen Diensten, da greift es am allerbesten. Die fangen, also die Streifenpolizisten, die normalerweise immer nur zu zweit rumfahren, und wenn sie zu zweit oder zu viert, dann kommen noch ein zweiter Wagen. Die kleinen, nicht die Einsatzhundertschaften, die bringt man damit auf jeden Fall zum Nachdenken. Ja? Also ihnen das ganz klar. Und wir sagen dann immer, geht einfach, lasst uns einfach in Ruhe. Lasst uns einfach, so wie früher, hat ja auch kein Polizist irgendwas gesagt. Ja, nach 22 Uhr, okay, dann sehe ich ein, Ruhestörung, das kann ich, aber vorher, haut einfach ab. Und das letzte Mal im Mauerpark sind sie tatsächlich dann auch gefahren. Da war ein etwas älterer ein Polizeikommissar, also ein silberner Stern erst, und eine Kollegin, die hatten beide jeweils so einen Jüngeren mit dabei, und denen haben wir da so geredet, und die sind einfach wieder gegangen. Und um 22 Uhr kamen sie dann. Da war noch Ausgangssperre. Ne? Es war noch zu einer Zeit, wo noch Ausgangssperre war in Berlin. Und nach 22 Uhr kamen sie dann um den Nordmauerpark auch zu, aber so lange haben sie uns tatsächlich von 15 Uhr bis 22 Uhr komplett alleine gelassen. Wir konnten da feiern und trommeln, und wirklich Abstand war gar nichts, null. Also das hat mal wieder richtig Mut gemacht, dieser, das war echt, ja. So, und darauf sprechen sie am meisten an. Also gerade insbesondere die kleinen Streifenpolizisten, die so mal eben, oder wenn einer da vor der Tür steht, irgendwo, wenn Ruhestörung ist, die aufs Genfer Amt kommen. Also es ist gut, wenn man so ein Buch in der Hand hat und denen das zeigen kann. Und vor die Idee, nee, ihr macht euch da gerade strafbar. Ich glaube, die Bücher sind auch recht rar. Also ich habe keins gefunden. Hier um die Ecke gibt es ja hier eine Buchhandlung. Vielleicht können wir da mal nachfragen. Wo habe ich denn den Aufkleber jetzt? Ah ja, okay. Also vielen Dank, Olli, für deine. Also wie gesagt, wir könnten, glaube ich, noch so lange reden, bis der Akku leer ist. Das reicht schon.